Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich bin Fritz von Berlin Barbell und in diesem Video gucken wir uns die Via Fortis Gymnastic Wings an. Bevor wir anfangen mit dem hier, kurzer Hinweis, auf diesem Kanal dreht sich alles rund um Equipment-Reviews. Was brauchst du für dein Training zu Hause oder für dein Gym als Gym-Owner? Und wenn du solche Videos sehen willst, tut mir den Gefallen, like die Videos, pack immer einen Kommentar in die Kommentare, auch allein für den Algorithmus, weil es mir ungemein dabei hilft, dass dieser Kanal wächst. Und ja, abonniere den Kanal, ne? Falls du es nicht getan hast. Das wäre schon nett. Wie beim Apfelfond, Alter. Schon nice. Das Schöne ist bei den Dingern, die kommen in einer richtigen Verpackung, dass man die auch vernünftig mitnehmen kann. Ja, das finde ich immer relativ nice. Das heißt, du hast hier so einen guten alten Turnbeutel, könnte man das eigentlich nennen. Frag mich nur. Früher in der Schule hat man auch immer so einen Turnbeutel gehabt. Aber was bitte hat da reingepasst? Ja? Also spätestens so ab der dritten Klasse waren Jungs auf jeden Fall zu groß, dass die Schuhe da reingepasst haben. So. Dann Werbung. So, die haben wir erfolgreich aufgehoben. Werbung heben wir immer gerne auf. Und dann haben wir Straps, wichtig, relativ breite Straps mit Markierungen, die habe ich tatsächlich auch noch nicht benutzt. Und Ringe, Gymnastikringe mit Original-Gymnastik-Maßen, also einem 28 mm Umfang bei den Ringen. Und ja, dazu kommen wir gleich. Wir haben die Ringe jetzt einfach mal an eine Pull-Up-Stange angebracht, wo wir auch ein bisschen Licht haben. Das ist bei uns hier gerade im Winter immer ein bisschen schwierig und Kunstlicht haben, machen wir nicht so viel in den Videos, dauert zu lange. Wichtig, und ich glaube, das ist das Wichtigste an den ganzen Geschichten, dass die Straps A, eine qualitativ sehr hochwertige Schnalle haben oder Klammer. Ne? Bei Schnalle muss ich immer an eine Schnalle aus dem Club denken, aber gut. Und wir haben Straps mit Markierungen, die, naja, ich würde mal behaupten, vielleicht auch eine ganze Weile halten. Das ist immer so eine Geschichte, wie lange diese Markierungen halten. Das ist ja aber hier ein First Impression Test und nicht nach 3 oder 6 Monaten. Deshalb müssen wir mal gucken. Aber es gibt Markierungen. Und jeder, der schon mal solche Straps aufgehangen hat, ohne Markierung, dann versucht hat daran, sowas wie Muscle-Ups zu machen und dann ständig irgendwie so hängt oder so hängt, der weiß genau, wie viel Markierungen an Straps und vor allem eine vernünftige Schnalle am Ende wert sein können, wenn es darum geht, dann irgendwann mal so abzusägen. Ne? Wenn man da gerade hängt, dann hängt man nämlich nicht gerade, sondern so. Und deshalb Markierungen und hochwertige verarbeitete Schnalle ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Jetzt kommen wir zu den Ringen. Das erste, was ja schon mal ein wichtiger Faktor ist bei Ringen, ist erstmal, dass sie aus Holz sind. Denn jeder, der schon mal Plastikringe benutzt hat, weiß, Plastik klingt zwar erstmal super haltbar und die nutzen nicht so schnell ab, aber in der Hand sind sie wirklich das allerletzte, mit dem man trainieren möchte. Dementsprechend, wenn man sich Ringe holt, dann bitte immer aus Holz. Und dann gibt es im weiteren Verarbeitungsschritt Ringe, die sind eher, ich sag jetzt mal, stiefmütterlich behandelt worden und irgendwie nicht so richtig geil glatt. Und es gibt Ringe, die sind richtig gut verarbeitet. Wichtig bei Ringen, gerade wenn man so Gymnastic Movements machen will, ist natürlich, dass sie möglichst wenig Reibung haben, damit man sich gerade beim Muscle-Up zum Beispiel nicht direkt die Hände aufreißt. Also ich meine, wer das mag, der kann ja auch sagen, ey, ich hole mir ein paar ich mache so Drahtseil oder sowas rum, ne? Dann kann man auch gleich direkt. Aber die Dinger sind sehr glatt und sehr anständig verarbeitet und haben einen 28 mm Durchmesser. Die Ringe von Via Fortis haben einen 28 mm Griffdurchmesser und das ist auch der Calisthenics und Gymnastik Standard. Die meisten Ringe, die wir aus den CrossFit-Gyms kennen, haben einen 32 mm Griffdurchmesser. Deshalb sind die Via Fortis Gymringe die dünnere Version davon, denn es gibt auf dem Markt in der Regel 28 mm Griffdurchmesser oder 32 mm Griffdurchmesser. Da ist dann
das Ganze eine Frage nach persönlicher Präferenz und vor allem Handgröße. Was mag man denn lieber? Abschließend sagen wir noch eine Sache zu den Straps. Und zwar sind die Straps 5 Meter lang. 5. Sehr oft hat man ja die Thematik, dass man Ringe durchaus mal irgendwo weit oben anbringen muss. An einem Baum, an einer Brücke, wenn man sich ranhängen will und nicht runterspringen möchte. Und dann ist eine längere Strapslänge definitiv vorteilhaft, wenn man sie hat. Und das merkt man auch immer erst, wenn man sie dann braucht. So wie das mit fast allen Dingen ist. Man merkt erst, dass man sie braucht, wenn man sie nicht hat. Dementsprechend längere Straps sind immer besser, ne? Lieber haben als brauchen. Die letzte Frage, die ich mir jetzt noch stellen würde, ist, für wen eignen sich die Ringe? Wer würde sich die Ringe kaufen und wo würde ich sagen, das macht Sinn? Zuallererst, bei dünnen Gymnastikringen musst du dich immer fragen, willst du mehr Strict-Sachen üben? Dann sind sie tendenziell besser. Möchtest du primär Crossfit-Kipping-Muscle-Ups machen, würde ich dir, wenn du ein bisschen größere Hände hast, immer die dickeren Ringe empfehlen. Einfach, weil du dann auf einer größeren Fläche weniger Reibung auf einen Punkt hast und dementsprechend auch weniger aufgerissene Hände. Denn aufgerissene Hände sind definitiv immer das Worst-Case-Szenario für jeden, der Crossfit machen möchte oder generell trainieren will. Denn mit offenen Händen trainiert sich meistens wesentlich schlechter als mit geschlossenen oder gesunden Händen. Ansonsten bin ich schon happy mit der Qualität von den Straps und von den Ringen insgesamt. Wir haben sehr gute Schnallen, Klammern, was auch immer. Sehr gute, lange 5 Meter Straps mit Markierungen. Und gerade für den Home-Gym-Gebrauch, wenn man sagt, man möchte ein paar Ringe mithaben, um sein Training draußen zu machen oder mit in Urlaub zu nehmen, würde ich sagen, bieten sich die Via Fortis-Ringe an. Und es ist ja auch meistens so, dass wenn man jetzt eine Facility, ein richtiges Gym ausstattet, bestellt man die Ringe ja in der Regel bei dem Hersteller mit und holt sich auch dicke Ringe, einfach weil die meisten Crossfit-Gyms ja Crossfit machen wollen und dementsprechend auch die ganzen Kipping-Bewegungen. Deshalb sehe ich das hier eher als ein Equipment-Piece für ein Home-Gym, für ein Personal-Training-Gym, vielleicht für eine Therapiepraxis oder einfach für dein eigenes Training. Und dafür eignen die sich wunderbar. Wenn du dünne Ringe haben möchtest, wenn du das Gefühl hast, dass du dicke Ringe haben möchtest, dann würde ich mir dickere Ringe holen, ganz klar. Aber immer schauen, Straps mit Markierungen. Denn allein für Straps mit Markierungen würde ich schon deutlich mehr Geld ausgeben. Da muss ich nämlich nicht jedes Training immer wieder gucken, ist das jetzt hier gleich hoch, sondern ich habe einfach Markierungen, die mir das Ganze einfacher machen. Ganz wichtiger Punkt. Und dann kommen wir zum letzten Ding. Die Via Fortis Ringe bekommt ihr im WOD Store. Und vom WOD Store wurden uns die Ringe auch zugeschickt für dieses Video. Das heißt, den Link im WOD Store oder zum WOD Store findet ihr in der Beschreibung und die Ringe bekommt ihr dort für 49,99 €. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei 50 Euro für ein paar Ringe gibt es zwei Herangehensweisen. Entweder sagt man, es ist mir zu teuer, ich hole mir irgendwelche billigen Amazon-Ringe mit Straps ohne Markierungen und irgendwie verarbeitet irgendwoher, dann kannst du das gerne machen. Wenn du aber lieber einmal ein paar Ringe haben willst mit Straps, mit vernünftigen Markierungen, die vernünftig halten, wo du nicht immer den gleichen Stress hast mit dem Aufhängen, gib lieber einmal 20 Euro mehr aus und kauf dir vernünftige Ringe und trainier damit dann 3, 4, 5 Jahre. Dann machen einmal 20 Euro mehr, also 50 Euro den Kohl auch nicht mehr fett. Und Straps mit Markierungen wären mir tatsächlich 20 Euro mehr wert. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn du jetzt sagst, nö, mir egal, verstehe ich es auch vollkommen. Ich habe auch jahrelang versucht, mit Straps ohne Markierung vernünftig zu trainieren, habe mich immer darüber geärgert. Mache ich jetzt wirklich auch immer noch tagtäglich in unseren Kursen, wenn wir Ringe haben mit Straps ohne Markierungen. Also ich kann es nachvollziehen. Deshalb, ich glaube, das ist auch alles, was wir zu diesen Ringen und zu den Straps sagen können. Denn am Ende geht es bei Ringen und Straps eigentlich darum, dass du damit trainierst und nicht, dass ich darüber rede. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, schreib es gerne in die Kommentare, like das Video, abonniere den Kanal und wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal.